Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich heute euch mal zwei Feuerzeuge vorstellen von der Marke Ray. Und zwar ist das Besondere an diesen Feuerzeugen, dass sie mit USB geladen werden. Also man braucht kein Benzin mehr, Feuerzeugbenzin mehr und auch kein Gas. Wir packen die jetzt mal zusammen aus. Wir fangen mit denen hier einfach an. So sieht das in der Verpackung aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und zwar ist da drin ja das Feuerzeug selber, einmal ein USB-Ladekabel, eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, in Englisch, ich glaube Deutsch, doch Deutsch ist auch dabei. Und ich weiß nicht, was das hier sein soll. Also ich gehe mal davon aus, dass es so eine Karte ist, da könnt ihr reinschreiben, vielleicht wenn ihr das verschenken wollt. Vor allem sieht die Box auch schön aus. Dann kann ich auch schön so wieder schön hübsch einpacken und dann verschenken. Ja, kommen wir zu dem Feuerzeug eigentlich selber. Das ist jetzt hier Schwarz-Gold. Hat eine schöne Form, sieht eigentlich schön aus, finde ich. Wenn wir das öffnen, sieht das auch wie ein ganz normales Feuerzeug aus. Und eben halt, wenn wir hier drauf drücken, starten wir das Feuerzeug. Ich finde, es gibt manchmal einen Piepton, aber ich finde, das ist nicht so störend. Ist ein nettes Gimmick. Hier unten wird es per USB geladen. Und zwar dauert das nicht lange, das Laden. Ich habe das jetzt schon mal vorgeladen. Es kam schon mal geladen an. Und ich habe es dann noch mal ausgetestet. So im Schnitt eine halbe Stunde, Stunde braucht ihr das zum Aufladen. Das Feuerzeug. Ihr steckt einfach den kleinen Mini-USB hier in das Feuerzeug und steckt das am PC oder an einen anderen USB-Ladeport. Und hier ist noch eine LED verbaut. Am Anfang leuchtet die rot, wenn die grün leuchtet, ist das Feuerzeug an. Ja, ich finde, hier gibt es noch eine Bürste dazu, um das Feuerzeug hier dann drin zu reinigen. Das ist eine nette Sache. Ja, das Feuerzeug ist auch nicht viel größer als wie so ein herkömmliches Standardfeuerzeug, wie man das sieht. Ja gut, ein bisschen breiter. Aber die gibt es ja auch in verschiedenen Formen und verschiedenen Größen. Und ja, damit lässt sich das auch ganz einfach auch eine Kerze anzünden. Das ist auch gar kein Problem. Ich zeige euch das mal. Das Feuerzeug, das geht eigentlich wunderbar. So. Und jetzt, ich denke mal, für Silvester ist das auch ganz gut, um die Zündschnur. Wenn es manchmal draußen so windig ist oder sowas mit einem herkömmlichen Feuerzeug, kriegt man das immer ständig nicht an. Dann gibt es ja diese komischen anderen Feuerzeugen, diese Sturmfeuerzeuge, das funktioniert auch nicht so richtig. Manchmal gehen die auch aus und ich denke mal, damit funktioniert das auch ganz gut. Wenn ich jetzt das Feuerzeug jetzt hier mal hinhalte und jetzt mal ein bisschen puste. Also es geht nicht aus, es funktioniert trotzdem noch. Ja, dann haben wir hier noch ein anderes Modell, auch von Ray. Kommt auch in einer schönen Verpackung an. Ist ein bisschen schmaler, sieht schön aus, ein bisschen für weibliche, also für die weibliche Generation. Auch wieder eine Bedienungsanleitung. Hier ist auch so ein Kärtchen. Also ich denke mal, dass es fürs Verschenken könnte hier noch was reinschreiben. Also ich wüsste jetzt nicht, für was die Karte sonst sein sollte. Hier gibt es auch wieder in dem Paket ja, dieses USB-Ladekabel. Wo ist es denn jetzt? Ach, hier unten drin. Hier unten drin gibt es auch eine Bürste und ein USB-Ladekabel. Das ist dasselbe Prinzip wie mit dem schwarzen. Die Besonderheit bei dem Feuerzeug ist eben halt nicht, dass es hat hier keinen Druck. Auch wenn man es aufmacht, man kann es nicht drücken, dass es angeht. Man muss es einfach ein bisschen shaken. Und dann geht's an. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und zum Ausmachen klappt die einfach wieder runter. Ich mach's nochmal. Und damit können wir genauso gut die Kerze anzünden wie mit dem anderen auch. Genauso gut. Wie mit den anderen auch. Ich als Raucher habe es jetzt auch schon Zigaretten mit angemacht. Funktioniert alles wunderbar. Kerzen kann man damit anzünden. Eigentlich ziemlich
alles, was man sonst auch mit dem normalen herkömmlichen Feuerzeug anzündet. Ja, was ich halt gut finde und umweltbewusst finde, ist eben halt, dass man hier kein Gas mehr braucht und kein Feuerzeugbenzin. Beide Feuerzeuge sollen so ungefähr 100 oder 200 Mal anzünden, durchhalten. Ja, das bin ich jetzt noch am Testen, gucken, ob das auch wirklich so stimmt. Und ja, wie gesagt, das hier ist einmal zum Drücken. Das hat wie so ein Kreuz, also zwei Zünder. Und das andere muss man eben halt shaken, sonst hat nur einen. Aber vom Prinzip her sind die beide gleich. Ich finde jetzt auch keinen Unterschied zwischen den einzelnen und denen. Manchmal hört man da so einen Piepton, manchmal aber auch nicht. Aber irgendwie muss die ganze Technik hier auch funktionieren. Ja, ich finde das eine Top-Sache. Ich kann die nur weiterempfehlen und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sehen uns in den nächsten Videos. Ciao!